Mein Name ist Petra Koch. Ich bin 1963 geboren, bin seit über 30 Jahren in Schönebeck und stamme eigentlich aus Zerbst-Anhalt. Seit 2012 bin ich Museumsleiterin im Salzlandmuseum hier in Schönebeck. Die Auswahl der Themenschwerpunkte für die neuen Dauerausstellungen sind eigentlich durch die strukturbestimmenden Themen in der Region vorgegeben. Das Salz verbindet den Salzlandkreis. In Bernburg wird heute noch Salz abgebaut. Dann gibt es die Binnenschifffahrt. Schönebeck liegt an der Elbe, aber hier wurden auch die Binnenschiffer der ehemaligen DDR ausgebildet. Und diese Ausbildung gibt es bis heute. Und dann das neue große Thema, das Ringheiligtum, wo eben das Landesmuseum Halle uns erlaubt, hier die Grabungsfunde bei uns im Haus zu präsentieren. Durch die drei großen Themenschwerpunkte fallen natürlich viele Sammlungsschwerpunkte, die im Depot lagern, können nicht mehr gezeigt werden. Wir nutzen das für Sonderausstellungen oder eben jetzt, wie durch dieses tolle Heimatstipendium, ist es eine Möglichkeit, wieder Sachen aus dem Fundus zu holen und auch dem Besucher zu präsentieren, was wir für Schätze haben. Und da ist eigentlich die Würtetracht ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wo kommen wir her, was haben wir für Traditionen und was für Schätze wir eigentlich in der Vergangenheit hatten, die vielen in der Gegenwart gar nicht mehr bewusst sind, was wir für eine reiche, tolle Gegend sind. Wir haben hier eine ganz tolle Künstlerin im Haus, die auch ein ganz toller Mensch ist und die ganz viel Verständnis auch für Museum hat. Und das war für uns auch super. Das hatte ich im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm, dass wie auch das Verständnis von Seiten der Künstler für dieses Museum ist oder generell auch für Museen. Also völlig neue Gespräche und offene neue Sichtweisen wurden uns hier eigentlich gezeigt. Also die Würdetrachten sind hier bei uns in der Region so von Ende des 18. Jahrhunderts bis so ca. 1870 weit verbreitet gewesen und wurden eben gerade für Sonntags- oder für Hochzeiten oder andere besondere Festlichkeiten nur dann aus dem Schrank geholt und dann hat man sich gezeigt und sich präsentiert. Und dann habe ich hier was ganz Besonderes für dich. Das sind die berühmten Schnabelhauben, die es nur in der Magdeburger Würde gab, handbestickt und mit einer sehr speziellen Form. Dazu gehörte dann noch diese tollen Tücher, die man einfach um die Schulter legte. Die wurden dann eigentlich auch immer an Hand bestickt. Und dann haben wir wirklich als Highlight der Würdetracht der 1000-Falten-Rock, den eben nur die Magdeburger Würde hat und der eben von der Handarbeit Wahnsinn ist. Sehr schön. Ja, das lädt ja zum Scherenschnitt richtig ein. Eigentlich ja. 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 Ja, die große Chance ist natürlich für uns, indem wir auch die Künstlerin Annette Funke an unserer Seite haben, die ähnliche Interessen und Schwerpunkte sieht wie wir, diese Verbindung von Alten und Neuen. Und sie möchte eben auch diese alten Traditionen in die Gegenwart holen. Das Heimatstipendium ist vor allen Dingen, was ich daran so besonders finde, ist ja diese Verbindung von Museen und Künstlern. Und ich bin ganz ehrlich, als die erste Runde ausgerufen wurde, habe ich so gedacht, brauche ich das? Will ich das? Und meine Kollegen in Aschersleben und Bernburg, die waren viel mutiger, die haben sich gleich beteiligt und haben eigentlich berichtet, wie toll und spannend die Zeit war. Und deswegen war es dann in der nächsten Runde für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, das wollen wir auch machen, das wollen wir ausprobieren und waren vor allen Dingen angetan von den Möglichkeiten und Sachen, die man machen kann, weil es auch wieder für Museen was ganz Neues ist.